lässt Michaela Schäfer hier etwa ihrem Single-Frust freien Lauf? Anfang August hatte sich die Nacktschnecke von ihrem Freund Felix Steiner getrennt. Bei den beiden hatte es heftig gekracht, nachdem Michaela im Sommerhaus der Stars intime Details ausgeplappert hatte. Vielleicht tröstet sich die Schäfer ja nun mit diesem Sklaven. Der Mann im Latex-Outfit soll für sie kochen und putzen und vielleicht auch ein bisschen mehr? Ich bin ja eh seit 2 Monaten Single. Ja, so ein bisschen Aktivitäten könnte ich dann auch mal wieder gebrauchen. Oder ich muss meinen Frust ablassen, ja, über meinen Ex-Freund Felix. Deswegen ist es natürlich mega, jetzt einen Sklaven zu haben. Als Gesicht der Erotikmesse Venus hat Michaela Schäfer schon viel gesehen. Mit SM hat das Nacktmodel jedoch bisher wenig Erfahrung. Bei einem Fototermin am Brandenburger Tor gibt's von Domina Charlize eine fachgerechte Einführung. Vorsicht, Jungs, das tut schon beim Zusehen weh. Er war heute sehr ungehorsam. Sehr, sehr ungehorsam, die Drecksau. Beine spreizen. Bist du noch mal so ungehorsam? Bist du noch mal so ungehorsam? Also wenn der Sklave mal umgezogen ist, und das wird er sein, weil ich bin natürlich auch jemand, ich habe hohe Ansprüche, ja, und dem werden viele Männer nicht gerecht. Und der Sklave, das habe ich auch schon gemerkt jetzt, der gehorcht auch manchmal nicht so gut, der gibt ein bisschen nach. Und da werde ich ihm natürlich ein bisschen, ne, mit der Peitsche auspeitschen. Die Domina Charlize hat mir auch gezeigt, dass man ihn ruhig so zwischen die Beine treten kann, ne, so bestes Stück vom Mann. Da fällt mir schon einiges ein. Autsch! Nach dieser Lektion sollte sich Ex-Freund Felix wohl lieber von Michaela fernhalten. Knapp 4 Wochen vor dem Start der Erotikmesse heizt Michaela Schäfer der Hauptstadt schon einmal ein bisschen ein. Eröffnet wird die Venus in diesem Jahr von US-Pornostar Stormy Daniels. Und für die hat Michaela eine ganze Menge Fragen und ein heißes Angebot. Also ich werde definitiv die Stormy Daniels fragen, ob sie natürlich mit Trump im Bett war, wie es mit ihm war, wie so sein bestes Stück aussieht. Also schon provokante Fragen, weil ich glaube, die Amerikanerinnen sind immer cool. Auch wenn sie vielleicht darüber nicht reden darf, will oder kann, glaube ich, gibt die mir coole Antworten. Ich habe bis jetzt noch nie ein Porno gedreht, alle warten auf mein Porno und ich habe immer gesagt, wenn ich wirklich ein Porno drehe, dann nur mit einer Frau, die ich so richtig, richtig, richtig geil finde und die mich reizt. Und Stormy Daniels würde mich reizen und nur mit ihr würde ich auch ein Lesben-Porno drehen. Fakt ist, ich schnapp mir die Stormy Daniels jetzt definitiv, ja, da trinke ich mir auch vorher ein, so ein bisschen an, dass ich ein bisschen lockerer werde, üb nochmal mein Englisch und dann geht's los. Ob und wie der Pornostar auf diese Anfrage reagiert, werden wir spätestens im Oktober erfahren. Dear Stormy, I'm a big, big fan of you. I like your body, I like your hair, I like all of you. I want to play with you a lesbo scene. I never played in a porno and you are the ones which I would play a lesbo scene. So please say yes. I love you. Mwah.